Ja, wir haben uns natürlich den Saisonstart, wie sich jeder vorstellen kann, anders erwartet. Wollten wir mit einem Lauf starten. Jetzt sind wir natürlich alle bitter enttäuscht. Das in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht, aber eine Halbzeit ist ja zu wenig. Die zweite Halbzeit, wie wir rausgekommen ist, was nicht mehr so funktioniert. Dann leider wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, war es dann sehr enttäuschend am Schluss. Ja, auf jeden Fall. Wir haben am Schluss noch alles probiert, aber es war dann leider zu spät, zu wenig Zeit da. Aber ja, müssen wir irgendwo früher dann schon entscheiden. Ja, ich glaube, man hat gemerkt bei beiden Mannschaften, das war die erste Partie in der Rückrunde. Es hat sich halt jeder ein bisschen antastet. War, finde ich, bis zum 1-0 alles offen. Haben auch ein, zwei gute Chancen gehabt, wo du sagst, du kannst 1-0 in Führung gehen. Ja, leider kriegen wir eigentlich aus nichts das 1-0. Und ja, dann dreht sich natürlich das Spiel. Haben dann probiert, dass wir erst 1-1 gehen und kriegen halt dann wieder durch einen Freistoß 2-0. Ist halt sehr bitter. Ich glaube, wir haben trotzdem, also es wollte jeder, wir haben sie voll reingehauen. Sicher ist noch ein bisschen vielleicht, dass man sagt, man müsse noch ein bisschen finden, weil noch ziemlich alles neu ist. Aber ja, wir können jetzt noch weiterschauen und ich glaube, das, was wir vorhaben, das funktioniert. Und wenn wir so weitermachen, dann haut das hin. Ich glaube, dass wir eine Zeit lang gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen. Eine gewisse Spannung war schon zu erkennen bei den Spielern nach der Beginnphase. Ich glaube, wir haben uns gut reingearbeitet in das Spiel, haben uns auch spielerische Vorteile erarbeiten können, auch mit der guten Möglichkeit vom Grinzer dann in der ersten Halbzeit. Und da wäre so eine Phase gewesen, wo wir das Momentum auf unsere Seite hätten ziehen können. Ist uns nicht gelungen, haben dann auch ein bisschen tiefer stehen müssen und verteidigen müssen gegen eine doch sehr geschickt agierende Lafnitzer Mannschaft. Und haben dann ein bisschen was umgestellt, zweite Halbzeit, haben dann, ja, es war, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe dann, das hin und her gegangen ist, beide haben Möglichkeiten gehabt. Unglücklicherweise kommen wir dann, doch ein bisschen aus eigenem Unvermögen raus, in 0-1 in Rückstand. Und kurz darauf das 2-0, und dann weißt du natürlich, dass es schwierig wird. Dennoch, was mir imponiert hat, die Mannschaft hat nicht aufgesteckt, hat weitergemacht. Mit Murgasch dann etwas Offensiveres noch einmal gebracht, auch mit dem Keki als Notnagel dann vorn rein in die Spitze. Haben das 2-1 gemacht, etwas zu spät leider. Ich glaube, wenn das früher fällt, dann gibt es vielleicht noch was zum Holen, zumindest hier einen Punkt zu Hause. So stehen wir dann am Schluss mit 0 Punkten da, mit einem geschossenen Tor zumindest, aber mit 0 Punkten, was natürlich für uns, ja, schon enttäuschend ist, weil wir uns mehr vorgenommen haben. Klar ist auch, wir haben eine Entwicklung in Gang gesetzt. Da muss man der Mannschaft und dem gesamten Team, glaube ich, auch die notwendige Zeit geben. Ich weiß, Zeit ist nicht so viel, weil natürlich geht das Ganze in zwei Richtungen und wir müssen schauen, dass wir unsere Punkte machen. Aber ich bin überzeugt davon, wenn wir jetzt die Köpfe nicht in den Sand stecken, sondern einfach weitermachen, auch die ganze Niederlage dann auch richtig einordnen wieder, werden wir auch wieder in eine erfolgreichere Spur kommen.